So, da sind wir wieder. Ja, letzten 15 Sprünge. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 12. Keine 15, aber das ist ja egal. Ja, Glamour und ich, wir werden das auf jeden Fall jetzt machen, das Ding. Gucken, wie lange wir brauchen. Wahrscheinlich nochmal eine Viertelstunde. Ich habe keine Ahnung. Also die gebe ich auf jeden Fall nicht auf. Nee, das dürfen wir auch nicht. Ja, die letzte sollte man schon schaffen. Ja. Also hier machen wir auch. Ja, ich habe jetzt das Fehler, dass ich zu spät abspringe. Und nicht zu früh. Ja, zu früh, dann brauchst du ja nur nach unten gucken weiter. Dann behebst du eigentlich den Fehler damit. Nach unten gucken? Bringt nichts. Wenn du zu früh abspringst, dann springst du ja nicht weiter, wenn du nach unten guckst. Ja, aber dann siehst du es, wie weit du ungefähr noch laufen musst. Das mache ich zum Beispiel. Da. Und da kann ich auch nicht viel machen. Du musst den ersten Sprung ein bisschen später abspringen. Ja, genau. Der erste Sprung, wenn du den zu spät abspringst, hast du ein Problem. Den musst du ein bisschen früher abspringen. Da ist zu spät gedrückt. Ich mach das so, wie ich das am besten denke. Ja, sagt ja gar keiner, aber ich habe das Problem. Weil dann springe ich über den dritten drüber weg, wenn ich zu früh abspringe, zu spät. So, Ecke. Bap, tot. Ja, zu spät abgesprungen, oder gar nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein, Leute. Also das kann jetzt echt nicht. Ach, Menno. Ganz Watcher sein jetzt hier. Okay, jetzt noch mal so einen hohen. Wie laufe ich denn da am besten? Mann! Doch, Charakter. Ich kriege hier gerade die Hämorrhoiden. Das geht ja wohl gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, wir bräuchten noch ein, zwei Minütchen. Ja. Dann haben wir das hier durch. Aber hier hat er nochmal richtig alles rausgeholt. Ja, nicht wirklich rausgeholt. Einfach nur zu schlecht. Von seiner Challenge her, ja. Weil so viele lang... Jawohl. Boah! So viele lange Sprünge hat er noch nie drinne gehabt. Boah, doch. Nein, hintereinander nicht. Doch. Und das waren weiße Quarzsteine. Das war direkt über dem Boden. Das waren nicht so viele. Weil du hast zum Schluss nur noch lange Sprünge. Springt einfach nicht ab hier. Aber wenn das gar nicht möglich wäre. Doch, möglich ist es. Weil von unten sieht es aus, als wenn das ein Klotz mehr wäre. Wie die anderen. Ups, Entschuldigung. Oho, ich habe gar nichts gemerkt, dass du da warst. Mein Gott, wie schnell klickst du, Alter. T drücken, Pfeil nach oben und Enter. Oh, Backe, Leute. Also ich glaube, hier werden wir uns jetzt noch die Fußnägel bei killen hier. Oh ja, also bis hierhin komme ich schon mal sehr einfach. Ha. Ja, das schafft. Nein! Feuerwerk immer angeht, das sollte ich voll irritieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Oh Leute, sind wir jetzt noobig, ey.
ich glaube, wir werden auch nie wieder so eine lange Pause bei, zwischen den Adventure Maps machen. Weil ich merke das gewaltig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich bin schon fast wieder drin, oder? Bei mir geht das schon einigermaßen wieder. Nee. Dafür spiele ich zu viele verschiedene Spiele. Und nicht. Das ist die knappe Sekunde, die man da nutzen muss. Kann nicht sein, echt. Guru. Boah, das gibt's da nicht. Muss ein bisschen mehr ausholen da, glaube ich. Nicht hier, da vorne. Los, mach es. Fuck, ey. Ja, jetzt war's. Nein. Boah. Das haben wir mal geschafft. Ja. Boah, der letzte immer wieder, ey. Es ist auf jeden Fall möglich, der Sprung jetzt. Also jetzt wissen wir es eigentlich. Ja. Ja, bestimmst du auch. Nein. Krieg aber gleich hier die Affenschleuder, Alter. Oh, verdammt. Und dann haben sich ja Leute über uns lustig gemacht, wegen wir die Fackeln da weggemacht haben, dass das ja angeblich nichts verändert am Spiel. Wir fanden schon. Ja. Das ist einfach, wie nennt sie das? Psychologie, ne? Ja. Oh, ich dachte, den schaffe ich schon gar nicht mehr. Oh, ich denke auch immer, ich fall dann runter. Ja, dann kommst du drauf und du rennst über den Klotz. Ja, genau. Weil du in dem Augenblick da gar nicht mit rechnest, dass du auch wirklich da drauf landest. Ja. Echt nervig. Ja, und viele fragen, wo wir uns einen Server gemietet haben bei Born Net Players. Genau. Boah. Da ist der früh abgesprungen. Oh. Alter Schwede, Leute. Also das hat's jetzt wirklich in sich. Ja. Aber es ist eine Challenge, wo ich mich jetzt nicht so drüber aufrege, sondern über mich selber mich aufrege. Ja, das hier ist einfach nur perfektes Timing, genau. Um das zu schaffen. Bist du da? Drücke ich immer zu spät die. Ja, und ich springe auf den Klotz zu früh. Ich zu früh. Das ist echt schwierig, da genau den richtigen Zeitpunkt dazu finden. Ja, ich glaube, es machen manche Leute das auch ohne schnell, sondern gehen normal durch. Ne? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe mal was geguckt. Aber das passt. Ganz merkwürdig.
Hast du nicht geglaubt, dass man da hinkommt? Ja, es ist nämlich ein Fünfer. Ja, aber 5 aber geht. Der geht. Nee, 5 geht nicht. Ein runter. Aber der geht ein runter und deswegen geht er wieder. Genau. Genau der gleiche Sprung, als wenn du gerade springst in dem Sinne. Auf die letzte Rille. Ja. Aber wenn ich jetzt nochmal dahin komme, wo ich vorhin war, dann werde ich die anderen Sprünge einzeln machen und nicht mehr durchziehen. Es ist echt gerade zu Mäuseficken, echt. Mama mia. Oh. Oh Mann. Puh, Leute, das gibt mir echt gerade ein bisschen auf den Sack. Perfektes Timing muss er sein. Niesen. Bei allen 12 Sprüngen. So, leck mich fett. 1, 2, 3 und tot. Oh. Entschuldigung. Da war ich zu weit gesprungen. Muss zu sein. Da bist du vorgesprungen. Nein. Doppelsprung war das. Das ist ärgerlich. Fick dich doch jetzt hier. Mann. Krieg aber hier echt die Impanellen. Mann, Mann, Mann. Ja, Leute, jetzt können viele auch sagen, ah, jetzt fühle ich die Zeit auch nicht machen. Oder ich zumindest nicht. Ja, jetzt rutscht er mit Shift rüber. Habe ich gerade so Metal auf vorne Dingen gehabt, so auf die Knie weitergerutscht. Zu früh gesprungen. So. Oh. Oh nein. Mein Gott. Na jetzt aber. Ach ey, das ist doch lächerlich, ist das. Man wird ganz schön deprimiert, weil es nur die gleichen Sprünge sind. Immer volle Pulle. Oh, ich bin überhaupt nicht deprimiert. Ah doch, sowas kann ich nicht ab. Ich brauche Abwechslung. Na gut, dass ich nicht aufnehme und dass das keiner gesehen hat gerade. So. Nein. Impossible. Also ich sag gleich schon, wenn der Andi es geschafft hat, gebe ich auf. Ja, war mir schon also klar. Geht vollkommen fest, weil das ist dämlich. Man springt nur hier die gleichen Sprünge an einem Stück und das war's. Jede Challenge ist so. Nein. Ja, was ist es sonst? Ist es nicht. Man kann auch ein bisschen Abwechslung reinmachen. Wie die anderen Challenge davor auch waren. Och man, oh, verkacke ich den hier dann und. Irgendwie.
So, wir sagen ciao, wir haben es in 15 Minuten nicht geschafft. Tut uns herzlich leid. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.